Hallo, liebe FCH-Fans. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir oder was ihr uns hier heute für Fragen gestellt habt und werde jetzt einfach mal anfangen mit dem ersten Video und hoffe natürlich, dass ich eure Fragen so gut es geht irgendwie beantworten kann. Hallo, Marlon Busch, ich bin Paul Frank und wollte fragen, ob du schon als Kind so schnell warst. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich war eigentlich schon immer recht schnell als Kind. Ob ich nun als Kind genauso schnell war wie heute, das weiß ich nicht. Das habe ich nie getestet, aber ich war schon in meiner Kindheit und in meiner Jugend eigentlich immer einer der schnellsten auf dem Spielplatz und dann natürlich später dann auch auf dem Sportplatz. Ja, wie ich das schaffe, weiß ich gar nicht, sondern das ist so einer der Attribute, die ich mitbekommen habe. Von daher passiert das halt einfach. Hallo, hier ist nochmal der Niklas. Meine zweite Frage geht an Marlon Busch. Wie fühlst du dich in den Geisterspielen? Ja, gut. Die Geisterspiele, die sind mittlerweile ein Stück weit Normalität geworden. Natürlich vermissen wir jeden einzelnen Fan im Stadion. Aber die aktuelle Situation lässt es halt einfach noch nicht zu. Aber wir freuen uns schon ganz doll, wenn wir wieder vor euch spielen können und mit euch dann auch wieder die Siege feiern können. Hallo, mein Name ist Samia und ich bin 8 Jahre alt. Ich habe eine Frage an Marlon Busch. Du hast doch mal in München Fußball gespielt. Kannst du dann noch Schafkopf spielen? Tatsächlich nicht. Dafür hat die Zeit wahrscheinlich dieses eine Jahr in München nicht ausgereicht. Ich kenne aber den einen oder anderen aus der Mannschaft und weiß, dass die Jungs gut Schafkopf spielen können und werde mir das bei Gelegenheit dann auch mal beibringen lassen. Hallo, mein Name ist Silas Ruf, ich bin 10 Jahre alt und ich habe eine Frage an Marlon Busch. Wer frisiert Ihnen eigentlich die Haare in Zeiten von Corona? Ich glaube, wie man jetzt im Video sieht, aktuell niemand, weil es einfach verboten ist aktuell. Von daher denke ich, ist es auch ganz gut so, wenn man sich dran hält und aktuell schneidet mir niemand die Haare. Hallo, mein Name ist Felix, ich bin 12 Jahre alt und wollte fragen, ob ihr Haustiere habt, wenn ja, welche? Ja, ich habe mehrere Haustiere. Ich habe einmal einen Hund, das ist von der Rasse her ist ein Rottweiler, der heißt Boomer, ist jetzt 1,5 Jahre alt und dann besitzen meine Frau und ich noch 2 Katzen, das sind von der Rasse her Maine Coon und die heißen Lou und Trixie. Und die sind jetzt knapp 5 Jahre alt, genau. Und ja, das war es dann auch bei mir schon. Aber es reicht ja, denke ich, auch. Ja, ich habe nicht ganz so viele Haustiere wie der Buschi, aber ich habe einen kleinen Labrador-Welpen, der jetzt 9 Monate alt ist, der Benji. Und ja, mir reicht der schon, der macht genug Arbeit. Und deswegen Respekt an Buschi, dass er da noch Katzen zusätzlich hat. Ja, bei mir ist es ähnlich wie beim Kühli. Ich habe daheim einen Labrador, der heißt Carlos. Und ja, Kühli und ich, wenn wir ein paar mehr Tiere sehen wollen, dann gehen wir auch in den Zoo. Also von dem her. Oder gehen beim Buschi vorbei, das müssen wir uns dann überlegen. Auch okay.